Mein Name ist Sebastian Fritsche, ich bin der Geschäftsführer von Pixelstein. Wir machen Softwarelösungen für den Mittelstand, Speziallösungen. Ich arbeite mit Designemo schon seit 4 Jahren zusammen und kennengelernt haben wir uns damals mal auf einem Event. Ich habe damals Designemo auf dem Event kennengelernt. Wir sind dann direkt ins Gespräch gekommen, weil ich die Lösung sehr interessant fand und den ganzen Ansatz, den die Jungs da so bieten. Und wir sind damals dann schnell ins Gespräch gekommen mit einem ganz speziellen Projekt und haben das dann auch zusammen umgesetzt. Für unsere Software-Speziallösung brauchen wir immer wieder auch Webseiten und haben da in der Vergangenheit immer wieder mit einzelnen Designern zusammengearbeitet, die jedes Mal wieder von ganz vorne angefangen haben und alles sehr speziell gemacht haben. Wir haben aber jemanden gesucht, der in einem Standardprozess mit uns zusammenarbeitet und alle Webseiten für alle unsere Produkte baut. Am Anfang hat man natürlich die Bedenken, dass es vielleicht eine 0815-Lösung ist, die wir dann immer wieder bekommen. Aber mir persönlich ist es wichtig, dass wir ganz speziell auf unsere Lösung eingehen, auf die speziellen Vorteile und eben, dass uns diese Webseite auch hilft, dass wir wirklich gut damit Marketing machen können. Und dafür brauchen wir einfach Profis im Design. Also ich habe mich damals für die Zusammenarbeit mit Designemo entschieden, weil mir der Prozess einfach gefallen hat. Ich wusste zu jeder Zeit, an welcher Stelle sind wir gerade und konnte das wirklich vertrauensvoll in deren Hände geben und mich darauf verlassen, dass am Ende das rauskommt, was ich brauche. Meine Key Learnings aus der Zusammenarbeit waren, dass ich mich nicht selbst um alles kümmern muss, was mal sehr angenehm ist. Und zweitens, dass das Rad nicht immer wieder neu erfunden werden muss, sondern es Standardprozesse gibt und eine Individuallösung nicht unglaublich teuer sein muss, weil es halt eben Prozesse dafür gibt. Also meine Erfolge waren direkt, dass ich einerseits meine Mitarbeiter entlassen konnte, denn die mussten diesmal keine Webseite bauen für unsere Speziallösung, denn das war ja, wie gesagt, schon in verantwortungsvollen Händen. Und zweitens, wir haben dadurch eine unglaubliche Bekanntheit erreicht, weil die Webseite qualitativ einfach sehr gut umgesetzt war.